3, 2, 1. Willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Schicksal eines Königreichs. Wir wollen das Spiel fortsetzen. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. 66612. Wir sind hier. Ja. Wir waren, glaube ich, in der Glücksspielerstadt. Da wir den Wald zurückkaufen wollten. Und ja, irgendwie haben sie uns über den Tisch gezogen dort. Wir kamen noch nicht mal zum obersten Priester. Suche Schlosswache vor dem großen Ding erneut auf. Ah nein. So, lauf, lauf. Springen. Okay, wir können springen, sehr gut. Ach, hier ist... Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wie er hieß. Der Pleitevogel da. Mal gucken, ob der Kollege jetzt mit sich handeln lässt. Wir haben ja, glaube ich, 10 Millionen Schulden oder sowas an ihn. Seid zurück, um eure Schulden zu begleichen. You owe me! You owe me! Aber der Kredit. Geld her. Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Oh Gott. Very well. Nein, dieses Mal gewinne ich. Oh oh. I'll be counting on you. Na gut, mal gucken, was unser toller epischer Wächter so drauf hat. So, which will it be? Acht. Red. Time to put our little plan into action. Der hat wieder. Let us begin. Beschissene Würfel gedrückt. Wow, er hat einen Popel geworfen. But that's impossible! Kleine Popelwerfer. What? Betrüger. Wieso? Ist doch Zufall, oder? Really? Warte, warte mal, dachtest du vielleicht, du kennst das Ergebnis schon? Hast du vielleicht selber geschwindelt? Ridiculous! Kein einziger Beweis. Wow. Wer war das? Der oberste Priester. Ein Glück. Sixtinus. Sixti Dingsbums. Dich zu amüsieren. So. Schluss mit dem Tumult. Endlich treffen wir euch persönlich, oberstes Orakel Sixtinius. Wir kommen im Auftrag von Nio. Yeah. Dein Unternehmer hier hat uns aufgehalten, betrogen, Haufen Schulden aufgedrückt. Geht in Goldorado so mit ihren Gästen um? Goodness! Oje, oje, ziemlich entschuldigen, Gesandte von mir sind hier jederzeit willkommen. You! Falschspiel? Kann man so tief sinken?
Kraft meines Amtes als oberstes Orakel werde ich eure Schulden erlassen. Klack. Wow! Die Kredite sind weg. Lass uns hineingehen, dort Anliegen besprechen. Und den da lässt du im Kerker werfen. Yes, Master. Minister, der sieht ja auch krass aus. Jawohl, hat er gesagt. Aber... So. Sprich mit dem obersten Dings, die Bums, die da. Jetzt können wir reingehen. Ni no Kuni 2. Hallo? Hello there. Nehmt euch entsprechend. Okay. Ja. Aktivitäten. Was bist du denn für ein schickes Hundi? Hier ist großer Sitz des Obersten, Sixtinos, Dingsbums, bla bla bla. So. Minister? Nehmen wir zu diesem Achtet auf euer Benehmen. Okay. Hallo? Nun, welches Anliegen bringt ihr mir von Nür? Er bittet darum, dass ihr ihm seinen Wald zurückgibt. Hm. Ach so, nun. Ich wüsste nicht warum. Schließlich habe ich den Wald rechtmäßig in einem Würfelspiel gegen Nür gewonnen. Wie wir sehen konnten, scheint in diesem Land das Waldspiel aller Dings an der Tagesordnung zu sein. Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit auf. Hm? Was soll das heißen? So etwas Wichtiges wird hier nicht in ein Hinterzimmer ausgewirkt. Das Spiel wurde durch den großen Kubikus entschieden. Wie bitte? Du hast richtig gehört, der große Kubitus hat seinen heiligen Würfel geworfen. Solche Taschenspielertricks, wie sie dieser Narr vorhin benutzt hat, sind da völlig unmöglich. Ah! Das war ein anderer Würfel. Bei der Zeremonie, die wir vor uns gesehen haben, hat er tatsächlich einen viel größeren Würfel benutzt. Das heißt allerdings noch nicht, dass der Würfel nicht auch irgendeinen Mechanismus eingebaut hat. Hm. Wenn ihr so misstrauisch seid, warum seht ihr euch den großen Kubitus nicht einmal genauer an? Ich gebe euch die Erlaubnis. Bedenkt aber, dass er das Allerheiligste dieses Landes ist. Beschädigt ihn bitte nicht. Thanks. Einverstanden. Wir nehmen euch beim Wort. Ah, der Roland sagt, lass uns gehen. Roland, US-Präsident ehemals. Ha! Was für ein impertinentes Gesindel. Yes, Master. Ich bin ganz eurer Meinung. Und krasse Stimme hat er. Wir sollten sie jedoch nicht unterschätzen. Da! Ich war mir so sicher, dass wir ihn hatten. Jetzt sehen wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. No. Ich bin absolut sicher, dass mit dem großen Füßen etwas nicht stimmt. Dann lasst uns mal unter die Lupe nehmen. Was
So, da ist er ja vor uns. Sind ja nicht gut. Was willst du denn? So ein Winzling. Was ist das? Nix. Ah, der ist so hoch, den sieht man ja kaum. Wo ist der Würfel? Ach, da einen hin. Ran. Okay, ein. Ich bin hier. Das ist ja der einzige, was ich mitmachen muss. Und Remy, irgendwas gefunden? Das kann man wohl sagen. Der ganze. Dingerisch ist mir ein Magiebarriere belegt, und zwar nicht von schlechten Eltern. Und der Würfel, tja, ist auf jeden Fall ein schicker Würfel, blitzblank poliert und so. Hm. Außen lässt sich also nicht erkennen, das überrascht mich nicht. Andernfalls hätte Sixtinus nun hier nicht so einfach herumstöbern können. Und es gibt eine Magiebarriere. Das heißt, mit Zaubern kann man den Würfel nicht beeinflussen. Den Würfel beeinflussen, sagst du? Ich wüsste zu gerne, wie es innen in den Würfeln aussieht. Leider können wir nicht einfach aufbrechen. How dare you! Hey, ihr da. Ist kein Spielplatz für Haustiere. Oi! Wie nennst du hier Haustier? Wir haben die Erlaubnis. Wir überprüfen, ob der Große nicht irgendwelche Tricks hat. Vogelkacke. Wir überprüfen, ob Vogelkacke drauf hängt. Und machen sie weg. Ja. Oh, das ist sehr lobenswert. Es ist immer schön, so engagierte junge Leute zu sehen. Wirklich immer vorbildlich um den großen Cupidus. Dieser große Würfel dort scheint auch sehr liebevoll gepflegt zu werden. Man spürt förmlich die Hingabe des obersten Orakels. Oh, yes! Hohoho, ganz genau, so ist es. Hast du ein gutes Auge fürs Detail? Die vorige Woche war fast so alt wie ich, aber längst nicht mehr so gut in Form, hohoho. Da hat Sixtinus ihn gegen einen neuen austauschen lassen. Sich das beste Holz für den heiligen Würfel zu sichern, hat er sogar einen ganzen Wald in sein Gesetz gebracht und seine Handwerker dorthin abgestellt. Aha. Tatsächlich? Sehr erstaunlich. Now then. Ich habe euch lang genug von der Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gut. So, neuer Würfel. Er meinte ganz bestimmt den Jörswald, ja. Und Handwerker, die ihn geschickt haben, sind bestimmt auch Pfandziegel von Bäumen verantwortlich. Ich habe das Gefühl, dass wir einmal etwas genauer umsehen sollten. Sollen wir jetzt wieder zu Nür zurück?
Oh, das kann doch nicht sein. Ach du Scheiße. Ah, nicht hier drauf drücken, geh weg. Ah, nicht da drauf drücken, geh weg. Hier glitzert er das. Was ist das? Du hältst Kieselstein. Wenn wir den Teleport dahin nehmen. Wo konnte ich den anwählen? Muss ich da nur auf die Karte gehen? Moment, ich guck mal auf der Karte. Reisepunkte. Nürsbald, hier ist es doch. Funkenteich. Ja, bitte. So, Ni no Kuni 2. Schicksal eines Königreichs. So, Nür, da bist du doch. Ich muss mal mit dir reden, Kollege. Hey! Oh, ihr seid zurück? Hm. Haben wir aber im Wald... hat uns da nichts zurückgegeben. Aber sind wir jetzt 100%ig sicher, dass... Goldorado auf höchster Ebene falsch gespielt wird? Jinx! Der Gauner hat mich tatsächlich übers Ohr gehauen. Wenn wir jetzt noch beweisen, dass sogar beim großen Kubitus gemogelt wird, dann können wir die Wand da auffliegen lassen. Hm. Wisst ihr zufällig, was die Leute aus Goldorado hier im Wald machen und wo wir sie finden können? Die sind im Wurbelheim zugange, aber was sie genau dort treiben, weiß ich leider nicht. Ich darf ja nirgendwo mehr hin. Vermutlich gibt es dort so etwas wie eine Würfelfabrik. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Ah, immer langsam mit den jungen Pferden. Junger Mann. Und einen Wachstumsschub bekommst du dort nicht hin. Ja? Ihr meint, ich bin zu klein? Ich meine Wachstumsschub. Den Zauberspruch. Kennst du nicht? Dann spitz mal die Lauscher. Wachstumsschub gelernt. Was für ein Zauberspruch ist das genau? Der lässt Pflanzen und Zeit schneller wachsen. Auch einen grünen Daumen im Handumdrehen. Von der Knospe zur Blüte. Praktisch, ne? Der Weg zum Zwurbelheim ist ganz schön steil, aber Pilzen wachsen.
hübsches Hokuspokus auf die Sprünge hilft. Ta. Naja, gut. Testen Thank wir you. Mal. Danke, Nio. Schick, schick, Torbeheim, willkommen. Gebt man gut auf euch acht, Kinders. Ungeheuer im Haupt, zur Zeit nämlich verdammt schlechte Laune. Okay, okay, okay. Wachstumsschub, Wachstumsschub. Oh, da glitzert auch was. Und da glitzert auch was. Und da auch, und da auch. Es glitzert hier überall. Oh, 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 hier ist eine Truhe. Eine Portion Teigtaschen, wie geil. Was zu essen. Oh, wir sind gewonnen. Glitzert, da glitzert überall. Na. Oh, eine Pflanze. Zwei Kräuter. Oh, nicht runterfallen. So. Ist das da hinten die Würfelfabrik? Fähigkeiten RT. Jetzt